eines der reinsten Getränke der Welt. Seit dem Reinheitsgebot von 1516 darf in Deutschland Bier nur aus diesen vier natürlichen Zutaten bestehen: Malz, Hopfen, Hefe und Wasser. Über 5000 verschiedene Sorten werden in Deutschland gebraut, darunter herausragende regionale Spezialitäten. Seit 1833 wird im kleinen Ort Waldhaus im Südschwarzwald Premiumbier von weltweiter Anerkennung gebraut. Eine kleine Brauerei, in der Geschäftsführer Dieter Schmidt nicht auf Massenproduktion, sondern auf höchste Qualitätsansprüche setzt. Es beginnt bei der Auswahl der Rohstoffe, bei der Auswahl der Mitarbeiter, bei der Technik, bei der Dienstleistung. Das hört eigentlich nie auf. Das machen wir Tag für Tag immer besser werden. Das Motto der Brauerei: lieber kleiner, aber feiner. Das Bewusstsein, dass das eigene Produkt nicht bloß ein Getränk, sondern etwas ganz Besonderes ist, sitzt bei den Mitarbeitern tief. Braumeister Bernhard Vetter steht zu seinem Waldhausbier aus tiefster Überzeugung. Ja, Bier ist für mich nicht nur ein Getränk. Bier ist Lebenseinstellung. Ja, das ist ganz. Bier ist für mich Lebenseinstellung. Das gehört für mich dazu. Ja, es ist die Herstellung, es ist die Technologie, es ist die Philosophie, die hier im Hause steckt. Ja, es ist nicht nur, dass wir hier irgendwie was auf Massenproduktion hier durchziehen wollen, sondern da steckt das ganze Herzblut irgendwo in diesem Getränk mit drin. Dazu gehört auch, dass das Waldhausbier nicht mit Hopfenextrakt, sondern mit Naturhopfen hergestellt wird. Ein Verfahren, das bei so gut wie keiner Brauerei mehr zu finden ist. Sämtliche Zutaten stammen aus integriertem und kontrolliertem Anbau. Jede Fuhre Malz wird einzeln kontrolliert. Eine Herstellung, die mit viel Aufwand verbunden ist. Modernste Prozessleittechnik trifft hier auf traditionelle Brauweise. Mit 40.000 Hektolitern im Jahr gehört Waldhaus zu den kleinen Brauereien, aber definitiv zu den anspruchsvollsten. Denn nicht nur die Menge der Herstellung macht's, sondern die Qualität. Einen Schritt nach hinten machen wir nie, vor allem nicht in der Qualität. Es gäbe viele, viele Schritte, wo wir viele Kosten einsparen könnten, wo auch qualitativ nur minimal schlechter wäre, aber dieser Schritt wäre mit Sicherheit falsch. Ein Weg, der in Waldhaus seit der Gründung 1833 erfolgreich beschritten wird. Auch wenn die Brauerei vorerst nur kurz Bestand zu haben schien. Nur 13 Jahre nach ihrer Gründung durch Altvogt Dietsche brannte die Brauerei durch einen Blitzschlag bis auf die Grundmauern ab. Doch das gute Bier wollte man nicht missen und so wurde die Brauerei noch im selben Jahr 200 Meter südlich an ihrem heutigen Standort wieder aufgebaut. 1894 übernahm schließlich Johann Schmidt die Brauerei mit der dazugehörigen Landwirtschaft und Gaststätte. Seitdem ist sie in Familienhand geblieben und mit jeder Generation ist die Brauerei ein Stück gewachsen. Bereits Johanns Sohn Friedrich verdreifacht die Produktion von 3500 Hektolitern auf 10.000 Hektoliter pro Jahr. Nach heutigen Standardbierkästen wäre das eine Steigerung von rund 44.000 auf 130.000 Kästen Bier im Jahr. In der dritten Generation schließlich führt Friedrichs Sohn Helmer mit viel Arbeit und Fleiß die Brauerei zum heutigen Erfolg. Man hat kein Ferienhaus in Teneriffa gekauft, sondern man hat jede Mark in die Brauerei reinvestiert. Jede Mark, die erwirtschaftet wurde, wurde sofort wieder investiert in den Betrieb. Und nur so war es möglich, diese kleine Brauerei nach vorne zu bringen und vor allen Dingen technisch auf den allerneuesten Stand zu bringen. Mittlerweile führt Sohn Dieter die Geschäfte. Doch dass Vater und Sohn einmal so einvernehmlich die Brauerei führen würden, war nicht immer selbstverständlich. Denn als Jugendlicher, so erinnert sich sein Vater, musste bei Dieter Schmidt erst einmal die Begeisterung geweckt werden. Eines Mittags sagt meine Tochter zum
meinem Sohn Dieter. Also du, Dieter, dass du weißt, ich werde mal die Brauerei übernehmen. Und von da an hat er gesagt, Petra, das ist nichts für dich als Frau, das mache ich. Und da war die Stunde der Wahrheit. Der Vater musste überhaupt nichts machen, der musste gar nicht eingreifen. Ich habe die sprechen lassen und habe gedacht, ach, ist das herrlich, wie die das untereinander regeln. Mit Janina und Jannik ist die fünfte Brauereigeneration bereits in den Startlöchern. Und bis jetzt wissen die beiden zumindest ganz genau, was sie wollen. Eine Brauerei arbeiten. Und wer einmal in einer Brauerei arbeitet, für den ist es eine Liebe fürs Leben. Kein Tag, an dem die Bierbrauerfamilie nicht im Betrieb ist, die Qualität kontrolliert und nach möglichen Verbesserungen sucht. Dazu gehört auch die Blindverkostung des eigenen Biers. Jeden ersten Montag im Monat wird das Hausprodukt mit Fremdprodukten verglichen und auf Herz und Nieren geprüft. Immer um Punkt 11 Uhr morgens, denn dann sind die Geschmacksnerven am empfindlichsten. Die Waldhausmitarbeiter werden eigens für die Verkostungen geschult. Jeder will seinen Teil zum Gelingen des Bieres beitragen. Wir sehen uns schon alle als große Waldhausfamilie. Das geht über den Betrieb hinaus, das heißt in die Familie hinein. Wir schauen, dass es auch da funktioniert. Wenn Not am Manne ist, stehen wir auch zur Seite. Ist ein ganz wesentlicher Fakt für eine kleine Brauerei. Der Erfolg gibt dem gemeinsamen Einsatz recht. Über 140 Auszeichnungen darf sich die kleine Brauerei auf die Fahne schreiben. Allein für das Diplompilz gab es von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft 9-mal in Folge Gold. Und laut der US-Juroren des World Beer Cups wird in Waldhaus das zweitbeste Pilz und das beste Leichtbier der Welt gebraut. Klar, dass so viel Ehre verpflichtet. Mit dem jährlichen Bike-Marathon unterstützt Waldhaus eines der größten Sportevents der Region. Ob alkoholfrei nach dem Sport oder ein dunkles zum Genießen. Ein Bier schmeckt einfach immer. Das Argument, Bier schmeckt nicht, gilt für mich überhaupt nicht. Dann hat man ja noch gar nicht alles probiert. Wenn Sie mal gucken, wie viel das Sie eigentlich kennen von diesen 5000, da gibt es noch jede Menge Möglichkeiten, da sein Bierchen zu finden, das vielleicht nicht so bitter ist, weil man das Bittere nicht mag. Ja. Es gibt ja da x Möglichkeiten. Einfach probieren, sich trauen, ja. Tun, machen. Ja. Das ist Leben, das ist Lebensfreude. Ja. Das steckt da dahinter. So unterschiedlich wie die Geschmäcker, so hat auch die Marke der Biertypen für jeden etwas. Und natürlich hat auch jeder echte Waldhäusler sein Lieblingsbier. Zum Wohl. Lecker. Am liebsten trinken wir unser Bier alleine und das, was übrig bleibt, verkaufen wir dann. Traditionen, an denen man festhält, neue Wege, die beschritten werden und immer nur das Bestmögliche im Auge, getreu dem Unternehmensgrundsatz. Lieber kleiner, aber feiner.